Hallo, hallo, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Schön, dass wir auch heute wieder gemeinsam spielen können. So, morgen gibt es einen wunderschönen Tag und die Geister sind unglaublich glücklich. Yay, mal gucken. Ui, jetzt lernen wir das Rezept. Das ist cool. Hi. Guten Morgen. Hi, Clint, was kann ich für dich tun? Ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen hast. Ja, nicht so ganz, aber so ein bisschen, ja, irgendwie. Und jetzt können wir einen Schmelzofen machen. Na, das ist ja toll. Juhu! Hofbuchein, sichere den Weg. Ja, genau, da müssen wir nur so eine Schmelze bauen. Das wird, glaube ich, gar nicht so einfach. Meine Quellen verraten mir, ne? Das würde ich brauchen. Alte Mine erkundigt. Wenn du 10 Schleime erledigen kannst, hast du dir einen Platz in meiner Abenteuergilde. Wow, krass, wie viele Quests wir jetzt gerade haben, ne? Gibt's zufällig, Schleimjäger. 4 grüne Schleims. Großartig. Das sind immer die schönsten Quests, weil die halt einfach ordentlich Kohle bringen. Gut, dann machen wir uns mal rucki-zucki an die Arbeit. So, pass mal auf. Den machen wir jetzt mal weg. Ne, weil hier sollen dann ja auf alle Fälle, so. Gehen wir wieder eine Runde vor. Nee, ihr wisst ja, das ist das Wichtigste. Erstmal ein bisschen, oh, kein Wasser mehr. Erstmal alles bewässern, ne? Bevor wir irgendwas anderes machen. So. Es ist natürlich nicht alles wilder Meerrettich, ne? Das ist einfach nur, das steht da halt. Ich weiß nicht warum. Aber halt irgendwie. Weiß nicht. Haben sie nicht gut übernommen oder so. So, die Kartoffeln sind morgen auch schon fertig. Das ist ja cool. Müssen wir mal gucken. Vielleicht haben wir ja bis dahin tatsächlich echt ein bisschen ausreichend Geld. Wäre natürlich cool, ne? Oh, ich habe noch gar keine, wie heißt sie doch gleich? Vogelscheuche hingebaut, ne? Das müssen wir vielleicht jetzt noch machen. Mal gucken, ob ich genug Holz habe. Damit uns da nichts passiert. Und dann würde ich tatsächlich auch einfach mal sagen, dass wir hier das Ding dann abreißen. Ach, ich habe noch keine Kohle, ne? Shit. Ich habe noch keine Kohle. Und ich brauche, glaube ich, eine Kohle, ne? Ja. Okay, dann halt noch nicht. Dann müssen wir tatsächlich noch einen Moment warten, bis wir da weitermachen können. So. Ich nehme mir wieder ein bisschen was an den Lauchzwiebeln mit. Gut, was waren jetzt die Quests? Die Monster erledigen, das ist klar, Aufnahme in die Gilde, müssen wir auch Monster erledigen. Den Zauberer treffen können wir dann später auch nochmal. Schmelzofen bauen können wir dann auch später nochmal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal direkt in die Mine, damit wir noch genügend Zeit haben, auch nochmal die Runde rumzulaufen. Und dann schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja echt Glück und finden noch mal ein bisschen was an Erze. Weil die 25 Kupfer ist halt eigentlich nichts, weil davon gehen 20 weg, um den Schmelzofen zu bauen. Und dann habe ich einen Kupferbarren über euch. Wuhu! Ja. Äußerst viel, äußerst viel. Nicht. So, sehr schön. Das ist schon mal gut, dass wir jetzt hier die Viecher haben. Weil wir davon ja 4 Stück erledigen müssen. Genau, da haben wir schon mal 2. Ist hier unten noch irgendwo einer? Nope. Oh, wir haben Kohle gefunden. Das ist gut. Hier laufe ich tatsächlich immer erstmal so ein bisschen rum. Oh, cool. Sneakers. Juhu. Sneakers. 1 Verteidigung. Egal, rote Schuhe. Mega. Oh, das ist das Edelstein. Das ist auch sehr gut. Und da ist nochmal eine Treppe. Bübüb. Yay! So, da ist nochmal Kupfer. Das ist mir natürlich das Liebste jetzt im Moment. Dann haben wir hier auf alle Fälle nochmal das Viech. Sehr schön. Ein Erdkristall. Boah, das läuft ja wie am Schnürchen, du. Holla, die Waldfee. So, hier oben ist gerade nichts mehr. Aber guck mal hier. Ist auf alle Fälle. Oh, hoppala, ey, das war jetzt aber nicht nett von dir. So, und das Schöne ist, da ist ein Kupfervorkommen, das gleichzeitig auch unsere Treppe ist.
Nach unten. Das ist gut. Nehmen wir doch gleich das. Genau. So, hier haben wir auf alle Fälle ein Kupfervorkommen. Und da waren auch noch die Monster, ne? Wir gucken mal, dass wir die 10 Monster auf alle Fälle noch mitnehmen können. So. Ach, guck, hier ist auch noch, oh, jetzt habe ich dich vergiftet. Nein, das ist nicht nett von dir. Oh, ey, das ist ja fies. Du, 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 du. Ah, dass ihr noch keine Kiddies gemacht habt? Interessant, okay. Das ist ein Junge und ein Mädchen. Ratet welches. Welches welches ist. So. Genau. Zack. Oh, das ist sehr schön. Das ist... Oh, ist hier viel los. Sehr schön. Oh ja, das ist gut. Eine sehr schöne Ausbeute. Hier ist kein Ding drunter. Jetzt müssen wir hier mal... Ich bin immer so der Typ, der gerne von unten anfängt. Ja, also hier so, das ist halt einfacher, finde ich. Oh, die Zwergenschriftrolle, das ist natürlich cool. Das finde ich schön, dass du jetzt die Möglichkeit hast, hier Dünger zu finden. Das ist schon cool. So. Okay, ich würde jetzt einfach mal hier weitergehen. Und dann haben wir hier nämlich, ich glaube, es sind Schuhe, ne? Nee, Oberschenkelknochen? Was? Was zum Teufel ist das denn? Ein altes Schwert. Aha, 6 bis 11 Schaden. Naja, das macht mehr Schaden wie ich. Und, keine Ahnung, Geschwindigkeit scheint runterzugehen. +2 Geschwindigkeit, ich weiß es nicht. Wurscht, ist interessant, kannte ich bisher noch nicht. So, jetzt kommen... Aber ich finde es gut, weil hier ist tatsächlich, so, hier fängt der Bereich an, der eben halt echt mit diesen blöden Fliegenviechern. Die nerven so ungemein, ne? Also die sind schon... Ja, schon schwerer, ne? So. Ich würde sagen, das war jetzt die Quest, ja, für die Gilde. Okay. Na gut. Ist da jetzt noch was? Ja, nur das eine viel, das nehme ich jetzt nicht mit. Das nehmen wir hier auf alle Fälle noch das mit. Und, oh, da ist noch mehr. So. Dann haben wir doch einen guten Durchgang jetzt gehabt, finde ich. Also gar nicht so schlecht. Oh, hier ist Kohle. Kohle, 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 Kohle. Oh, und ein blauer. Okay, das ist natürlich krass. Aber das war jetzt gar nicht so schwer. Ich hätte es für schwerer, ich hätte es tatsächlich schwerer erwartet. So, und hier hoffe ich natürlich immer auf die gemischten Saaten, ne? Das wäre natürlich richtig cool. So, wo bist du jetzt? Da. Oh, jetzt hat er mich doch erwischt. Mist. Ha. Eine Bombe haben wir gekriegt. Ja, kannst sagen, was du willst. Also, der Rucksack hat sich jetzt schon sowas von gelohnt, ne? Also. Oh, hier ist noch, Kupfer. Und das Gras nehmen wir auf alle Fälle auch noch mit. In der Hoffnung, dass hier eine gemischte Saat mit drin ist. Und den habe ich tatsächlich übersehen. Siehste. So. Okay. Nicht okay. Geh weg. Geh weg. Oh, ich krieg's hier mal nicht, ne? Immer so ungerecht. Geh weg. Ich mag die nicht. Okay. Das ist in Ordnung. Ich finde das echt schwer. Das war jetzt nicht der Plan, da drauf zu hauen. Oh, wir müssen mit der Energie ein bisschen aufpassen. Aber ich will da hinten halt noch einmal kurz lang gehen, weil wir jetzt dann nämlich auf Vollebene 15 sind. Ach, shit. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Weißt du was, dann kannst du mich jetzt mal kreuzweise, mir doch egal. Glück gehabt. Oh, die sind immer super schwer. Aber es passt. Nee, alles gut. Gut.
Gehen wir hoch. Wir haben jetzt eine ganze Menge eingesammelt. Das hat sich richtig gelohnt. Und die Gilde müsste jetzt auch schon offen sein. Das heißt, wir können hier die Quests dann auf alle Fälle machen. Guten Abend. Genau, dann können wir das rostige Schwert schon mal verkaufen, weil das brauchen wir jetzt nicht. Wir können mit dem quatschen und wir können da mal gucken, unseren Fortschritt. Viel haben wir noch nicht gemacht, logischerweise, ne? Krass, da war jetzt unser, oh nein. Ich habe doch mein Dingsbums nicht dabei. Oh, das ist schön. Lauch. Upsi. Hoppala. Das war mein Kaffee. Aber ist nicht so viel passiert. Oh je. Ich habe ein bisschen gekleckert. Ups. Hm. Lieber nochmal schnell einen Schluck trinken, damit das nächste Mal nicht noch mehr rauskippt. So, jetzt habe ich tatsächlich vergessen, mir die Samen zu holen. Morgen sind aber die Kartoffeln reif. Das heißt, wir können auf alle Fälle dann, wenn wir die Kartoffeln verkaufen oder einen Teil davon oder wie auch immer, holen wir uns die neuen Saaten. Aber es ist halt blöd, weil ich gegossen habe. Ne? Ich bin halt ein Depp. Und keine gemischten Samen weit und breit. Ja. Doof. Ganz doof. So, jetzt können wir denen hier auch noch Hallo sagen. So, hallo. Aber wir haben jetzt die Quest, glaube ich, nicht, ne? Doch, haben wir. Scheinbar schon. Okay. Sieht man nicht so gut. Ins Museum können wir nicht mehr gehen. Hallo, Willi. Mensch, wir müssen doch zu Louis. Wo waren wir denn gerade? Wo waren wir denn gerade drinne? Ach Gott. Ich bin irgendwie verwirrt, ne? Nee, hier ist Mani. Wo ist denn der Louis? Der im Haus drinnen? Ja, guten Abend. Sehr schön, haben wir nämlich ein bisschen Geld gesammelt. Juhu! 240 Münzchen, das ist echt gut. So, dann gucken wir jetzt aber mal unten. Vielleicht haben wir heute Glück, dass irgendwas liegt. Aber ich glaube, nee, tatsächlich mal wieder nicht, ne? Also ich finde es manchmal ganz lustig, ne? Du hast hier voll, du fühlst dich glücklich, ne? Soll ja angeblich beeinflussen. Und dann findest du manchmal sehr viel weniger Sachen wie wir an einem Tag, wenn du Pech hast. Aber okay. Ist jetzt halt so. So. Ja, schon wieder verklickt. Naja. Ja, ich mag diese Streitkolben-Gedöns-Dinger eigentlich, diese Knüppel nicht unbedingt. Ich habe ihn jetzt halt, weil er, ja. Weil er einfach stärker ist, ne? Und das ist gerade am Anfang halt schon wichtig. Aber eigentlich mag ich die Schwerter. Schwerter sind doll. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Sehr schade. Es ist halt wirklich heute irgendwie nicht so die ertragreiche Wanderung hier. Okay, müssen wir halt durch, ne? Energie ist halt auch schon relativ weit rum. Hm. Nee, auch nichts. Ich will doch bloß ein bisschen gemischte Saat. Das ist ja blöd. Nee, heute ist irgendwie, heute haben wir nicht so viel Glück. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben 32 Kupfererze, das heißt, wir können auf alle Fälle jetzt mal eine Vogelscheuche machen durch die eine Kohle. Beziehungsweise wir müssen gucken, brauchen wir für den Ofen, da brauchen wir nur Steine, ganz viele. Okay, dann gucken wir mal. Steine, dann brauchen wir das da und das da. Genau, das können wir da wieder hinmachen. So. Genau. Und das dann? Sehr gut, dann brauchen wir noch unsere Axt. Dann machen wir nämlich das auf alle Fälle hier noch weg. Wie viel habe ich jetzt noch? 14 Energie. Also das müsste eigentlich passen. Ja. Dann können wir nämlich hier die Vogelscheuche hinstellen erstmal.
Und die stellen wir jetzt erstmal hier hin. So. Und jetzt könnten wir doch theoretisch schon mal anfangen mit dem ersten Barren. Voll gut. Echt schön. Doch. Klasse. So. Ja, viel mehr können wir jetzt erstmal nicht machen. Verkaufen haben wir jetzt tatsächlich erstmal nicht irgendwie irgendwas Großartiges, um da jetzt voll Profit zu machen. Deswegen, jo. Gibt es heute mal... Oh, ich habe eine gemischte Saat gefunden. Na, das ist ja noch eine. Yay, die können wir gleich noch hinstellen. Die machen wir auf alle Fälle hin. Da können wir noch eine hinmachen. Und da Kartoffel und Rhabarber. Oh. Ob wir noch mal eine finden? Das wäre ja toll, weil nämlich... Es gibt irgendwann Leuchtringe. Ja, und dann sehen wir auch wieder ein bisschen mehr. Ich wäre auf jeden Fall sehr dankbar für so ein bisschen mehr Licht. So, aber... Eine gemischte Saat wäre schon noch toll. Gibst du mir bitte noch eine? Liebesspiel. Aber ich glaube, nee. Heute tatsächlich nicht. Das ist ja fies. So, jetzt wird's spät. Oh nein. Und keine gemischte Saat mehr, ey. Ein Frosch haben wir gefunden. Juhu. So, jetzt bin ich in dem Labyrinth gefangen und komme nicht mehr raus, ne? Doch, da. Tja, schade. Ich hätte mir wirklich gewünscht, eine noch, ne? Aber gespielt 12:30. Okay, passt noch. Vielleicht können wir... War das jetzt eine? Nee, ne? Ach, ist das blöd. Gib mir halt schon nochmal eine. Danke. Danke, Spiel. Danke. So, oh je. Uah, hallo, 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 hallo. Ja, ja, ich bin schon dabei. Super. Blue Jazz. Okay, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.